Jo, da wären wir wieder. Die Kommentare, die ihr geschrieben habt zur letzten Folge, sind noch nicht da, weil die Folge noch nicht online ist zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Deswegen mache ich jetzt noch was anderes. Und ja, ich bin mal wieder ein bisschen ungeduldig. Eigentlich hätte ich echt so ein, zwei Tage lang nicht aufnehmen sollen, Factorio, und dann warten, bis eure Kommentare kommen, aber das klappt nicht. Das klappt einfach nicht. Trotzdem. Bei den aktuellen Folgen, die ne, halt schon online waren, gab es unter anderem Hinweise, dass ich doch mehr Waggons nutzen könnte. Und zwar dergestalt, der Vorschlag war 6 Waggons, was viel klingt. Und ich weiß nicht, ob die Züge dadurch langsamer werden. Könnte ich ja mal testen. Wie teste ich das? Ich entführe den Zug. Ja, ich entführe den Zug. Oh nee, ich nehme ganz neuen. Ist noch besser. Dann kann ich nicht auf Versehen irgendwo gegen crashen. Wir haben keine Pausen, was den Abtransport angeht und so weiter. Also, die Idee ist, wir nehmen einfach 6 Waggons und sagen dann, dass. Was kaputt? So Steinmauern. Wir sagen dann, dass hier oben bei Eisen 4 sollen nur die vorderen 3 beladen werden und bei Eisen 3 nur die hinteren 3. Zum Beispiel. Dann könnten beide Züge durchgehend bei jeder Station anhalten und beladen werden. Und es sollte effektiver sein. Was ich mir überlegt habe als Alternative, wäre, wir nehmen einfach 6 Wagen und wir sagen jeder Bahn, dass sie an jeder Haltestelle halten soll. Aber nur 15 Sekunden. Oder 20. Also so, dass sie es nicht schaffen würden, komplett beladen zu werden mit der einen Ressource. Außerdem denke ich, wenn wir 2 oder 3 Bahnen haben, die die ganze Zeit im Kreis fahren, dass irgendwann die Produktion von den Außenposten nicht mehr hinterherkommt. Weil Eisen 4 ist, glaube ich, inzwischen schon leer. Das macht nur noch die Kristalle später. Ja, das heißt, müssten die Dinger nur umbauen, dass sie halt 6 Züge beladen und entladen können. Auch ein sehr guter Vorschlag, dass ich einen Blueprint machen sollte, nicht nur von den Kisten mit den Ärmchen und den Schienen, sondern auch von der Haltestelle. Was ein sehr guter Vorschlag ist, weil ich mache mir ja jedes Mal einen Kopf, oh, wo stelle ich jetzt das Ding hier hin, damit der Zug an der richtigen Stelle hält, damit ich weiß, wo die Kisten hin müssen und so weiter. Und wenn ich das einfach so kopiere, müsste das eigentlich genau richtig sein. Das heißt, ich mache dich mal kaputt, mache dich so hin und dann weiß ich immer, wo das hingehört. Nur, dass jetzt die Holzbefüllung damit drin ist. Das muss ich mal gucken, wie ich das regle. Das kann ich auch einfach rausschmeißen. Ja, was ich jetzt testen wollte, war Geschwindigkeit. Das heißt, ich brauche jetzt eine Strecke. Ein bisschen länger, damit wir auch Geschwindigkeit aufbauen können. Das ist gut. Und spaßeshalber mal bis an die Mauer ran. Als so einen kleinen Stupper. Tungsten, Stahlmauer. Und dann können wir auch von hier starten. Also wir starten auf der einen Seite, fahren ganz bis durch. Und dann gucke ich, was für eine Geschwindigkeit habe ich gegen Ende. Bremsen wäre noch sehr schön. Wobei ich glaube, die überleben das, so einen normalen Auffahrunfall. So, haben wir Brennmaterial? Ja, gut. So, du bekommst jetzt 1, 2, 3 Stück dran. So wie wir das auch haben bei unsere momentanen Zügen. Und ich glaube, ich bremse gar nicht. Ich fahre jetzt einfach mit Vollgeschwindigkeit frontal gegen das Ende auf der anderen Seite und gucke, was für eine Geschwindigkeit ich habe. Ich denke, sowohl ich, da ich jetzt zigtausend Schilder habe, als auch die Lok müssten das überleben. Und wenn nicht, habe ich eine Backup-Lok. Das ist okay. So. Also, Geschwindigkeit wird aufgebaut. 100, 20, 40. Hält an. Unerwartet. Okay. Und das war es jetzt 140 oder 150? Mist. Warte mal rückwärts. Bist du rückwärts genauso schnell? Nee, viel langsamer. Okay, anhalten. Nee, stopp. Erstmal wieder jetzt ganz ranfahren. Zonk. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die früher entgleisen konnten. Also hätten wir den Zug früher in einer früheren Vanilla-Version hier langfahren lassen, hätte er hier Schaden genommen, weil er entgleist wäre. So, jetzt nehme ich dich weg, dich daran, bapp dich dahin, mach dich
dich voll mit Holz. Hallo, Grün. Dann bist du hinten hin. So, die Frage war jetzt, waren es 140 km/h oder 150? Bau schön schnell Geschwindigkeit auf. 110, 120, 130, 140, 150. Und hier kriegen wir Schaden, weil da eine Wand ist. Das heißt, wir machen den da weg. Aber jetzt zieht euch das mal rein. Die Lokomotive Guchnasti hat keinen Schaden genommen, dadurch, dass sie frontal gegen eine Tungstenmauer gelaufen ist. Dafür hat die Tungstenmauer Schaden bekommen. Was auch komisch ist. Aber ja, es waren 150 km/h. Das heißt, wir machen jetzt da eine Lok ran. Dim-dim. Fahren die ein bisschen vor, damit wir Platz haben. So. Bauen dann noch eine davon. Und hängen die hier ran. Und gucken, ob wir jetzt nicht auf 150, sondern sagen wir mal so 140 kommen. Warum 10 km/h weniger? Nicht wegen dem Gewicht durch die Waggons, sondern weil wir weniger Anfahrstrecke haben. Also sagen wir mal 145 km/h. Und wenn das eh so eine kleine Unterschiede sind, ist es vollkommen Wayne. So, das Anfahren ist schon mal langsamer gefühlt. 70, 80, wesentlich langsamer. 100 km/h. Ja. Das spricht ein bisschen jetzt dagegen. Also zum einen, dass die Züge wesentlich langsamer sind. Und das ist jetzt ja, ne, ein Drittel Geschwindigkeit weniger. Das ist schon happig. Zumal sie auch andauernd anfahren, anhalten, anfahren, anhalten. Die fahren ja nicht durchgehend mit Maximalgeschwindigkeit rum. Also das spricht dagegen. Und wir müssten so eine lange End- und B-Ladestation jeweils bauen. Also nee, 6 ist Overkill. Gucken wir mal, wie das mit 4 ausschaut. Dum, dum. So, dich daran, du aus, du Holz. Und wenn das so bei 120, 130 rumliegt, was rechnerisch hier hinhauen müsste, dann machen wir es mit 4. Das sollte dann auch reichen. Okay. 100, 110, 120, 130. Ja. Das heißt, wir erweitern es dann demnächst von 3 Waggons, die wir jetzt haben, zu 4 Waggons. So, das bitte alles einmal weg. Nicht aus Versehen irgendwelche Substations mit abreißen. So. Achso, dich hatte ich angehalten. Nee. Ach, interessantes Timing. So. Ja, 4. Waggon könnte ein bisschen eng werden hiermit. Aber eventuell schieben wir das dann nach oben. Und dann müsste ich testen, wie das ist, wenn ich jetzt mit 2 Zügen das mache, dass alle anfahren. Also alle Züge, alle Stationen anfahren. Dafür laufe ich jetzt erstmal zu Eisen hoch. Na, das bringt nichts. 4er-Drill, ich brauche einen 5er-Drill. Oh, bauen 5er-Drill. Können wir da... Ja, okay. Also, ich laufe jetzt zu Eisen 4. Dann setze ich da den Drill so, dass wir die Kristalle abbauen können. Wobei wir die Kristalle auch gar nicht mehr wirklich brauchen. Aber ja, setze das Ding so, dass wir die Kristalle abbauen können, damit wir dann noch ein bisschen was an Ressourcen bekommen. Und dann stelle ich... laufe ich einmal im Kreis. Ich laufe einmal im Kreis die Strecke lang, gucke mir alle Stationen an, ob da was gemacht werden muss. Und danach stelle ich die Züge so ein, dass jeder Zug an jeder Station hält. So, du bräuchtest theoretisch noch eine Befüllung für den 3. Waggon. Ist mir aber egal. Du hast hier oben... ja. Sehr schick. Unsere Monsterfarm? Das könnten wir machen. Wir benennen Eisen 4 um. Also erstmal schieben wir Eisen 4 nach hier. Dann benennen wir Eisen 4 um in Monsterfarm. Und das Einzige, was denn hier eingeladen wird, sind Leichen. Wobei das nicht automatisiert ist. Ja, das ist nicht so gut. Also mit nicht automatisiert meine ich, dass...
die Leichen hier automatisch eingesammelt werden. Das heißt, es würden hier andauernd Züge halten und es wird nicht wirklich was eingeladen. Das heißt, wir müssten diese Haltestelle so einstellen, dass hier nur 5 Sekunden gehalten wird. Also. Außerdem bräuchten wir regelmäßig Repair Packs hier, sehe ich gerade. Ich denke mal, die werden schon bald ausgehen hier, ne? Ja. Das ist problematisch. Wobei die gesamte Monsterfarm eh eine Riesenspielerei ist, aber davon mal ganz ab. So, sammelt mal hier Leichen ein und guckt mal, wie viele kaputt gehen von euch. Ja, bisher keiner. Ja, die laufen den Robotern hinterher, kann das sein? Ja, und kaputt. Also wir tauschen Roboterleben gegen Leichen. Was? Ich weiß nicht, ob ich davon so überzeugt bin. Es gehen nicht viele kaputt. Doch, es gehen viele kaputt. Kommt mit auf die Liste von Dingen, die ich mir überlegen müsste oder ihr Vorschläge zu bringen. Das wäre ganz schick. Also ich würde es ganz gern behalten. Nicht, weil ich es brauche, sondern einfach nur, weil es ein schickes Feature ist, so eine Monsterfarm zu haben. Nur wie man das am besten umsetzt. Dass die Roboter in Ruhe die Leichen einsammeln können. Ich könnte immer sporadisch eine Mauer zwischenziehen, dass die Roboter kurz alles wegsammeln und dann ist gut. Oder ich könnte allgemein schnellere Roboter benutzen. Ich denke, das ist ein wesentlich wichtigerer Faktor, was das hier angeht. Weil wenn die jetzt mit dreifacher Geschwindigkeit hier lang flitzen würden, dann kommen die Gegner gar nicht dazu, irgendwie da reinzubeißen oder gegenzuspucken oder sonst irgendwas. Und selbst wenn sie spucken, werden die Roboter schneller als die fliegende Spucke. Das, das vielleicht nicht. Aber das wäre wie immer die Idee dahinter. Strom ist selbst... Ah, ist jetzt schon wieder morgen, ne? Ja. Na, es wird gerade Nacht. Aber trotz Steuerfeuer ist Strom hier gar kein Problem. Auch nachts über den Akkus, das passt alles. Ja, das wäre also der Plan. Dich nach oben ziehen. Die Kristalle. Ich bin nicht wirklich überzeugt, was die Kristalle angeht, dass ich die überhaupt noch abbauen muss. Ich glaube, ich kill die Station hier erstmal. Ja. Ich kill die Station hier. Das heißt, die Züge fahren jetzt durch. Und die Leichen kann ich theoretisch... Also, wenn ich hier zwischendurch mal langlaufe und dann den Befehl gebe, sammle die ganzen Leichen ein, was ich theoretisch auch mit der F-Taste einmal kurz rüberlaufen machen könnte, dann wird das alles einsortiert. Und ich nehme nur die Leichen mit, die wirklich interessant sind. Also die grünen, die blauen und die Königinnenleichen. Das ist vorerst der Plan. Okay, das heißt, hier muss ich jetzt erstmal nichts mehr machen. Züge fahren jetzt alle schön die Strecke da lang, weil da nichts mehr ist sonst. Und wenn ich das nächste Mal in der Hauptbasis bin... 64... Achso. Keine Repair Packs. Ja, nee. Das ist nicht gut. Da sind doch Repair Packs. Was meckerst du da? War ein Fehler in der Anzeige. Okay, trotzdem, Repair Packs müssen da unbedingt hin. Und zwar stackweise. Alles, was wir da haben, reinballern und das unten noch in eine von den Logistikkisten reinpacken. Okay, das war das eine. Dann hier. Hier fliegen nur 5 Roboter. Ja, okay, 6 oder so. Was? Warum? Wo sind die anderen hin? 0 von 7. Ja, da hat der Giro in der Vergangenheit irgendwie Mist gebaut. Oder welche mitgenommen, die er nicht hätte mitnehmen sollen. Was natürlich auch erklären könnte, warum wir nicht so viel Kupfererz in der Hauptbasis hatten, wie ich dachte, dass wir da hätten haben sollen. Du bist schon mal leer. Du bopp dich mal dahin. Da. So. Ja, hier müssen wir nur mehr Roboter hinbringen. Das ist okay. Hier unten ist soweit alles in Ordnung.
Und dann kommt jetzt noch Eisen 3. Eisen 3, nee, Eisen... Doch, das war Eisen 3, ne? Ja. Eisen 3 war das Ding mit dem 6er Drill, was jetzt schon seit Ewigkeiten läuft und, ne, nicht wirklich viel reinbekommt, weil es halt nur ein 6er ist, ohne irgendwelche Module. Und auch die Beacons reißen da nicht so viel. Aber es ist ein stetiges Ein. Komm. Wo ist das ganze Eisenfeld hin?